Die Mitgliederversammlung darf leider dieses Jahr noch nicht im Internet übertragen werden, aber auch das streben wir an, um eben die Einflussnahme und die Teilhabe von Patienten, die nicht kommen können, zu erhöhen. Deswegen planen wir heute die Satzung zu ändern, also wir werden das der Mitgliederversammlung vorschlagen, die Satzung so abzuändern, dass die Mitgliederversammlung in Zukunft auch im Internet übertragen werden kann. Und wir bieten an sogenannte Stimmpatenschaften. Sie wissen ja, dass Sie eine Vollmacht bekommen können und bis zu 2 Stimmen, also Ihre eigene oder 2 fremde Stimmen, hier mitbringen können, wenn Sie die Vollmacht vorlegen. Und jemand, der eben niemanden kennt, der in die Mitgliederversammlung geht und deswegen jemanden braucht, der für ihn die Vollmacht trägt und die Stimme abgibt, kann eine Stimmpatenschaft in Anspruch nehmen. Das haben wir schon angeboten und das werden wir auch in Zukunft so handhaben. Jetzt ist es so, dass deswegen der Vorstandsbericht der Mitgliederversammlung nicht im Internet übertragen werden kann. Und deswegen haben wir uns gedacht, dass wir ein paar Sachen aus dem Vorstand, was gibt es Neues, auch durchaus hier schon erläutern können. Und das wichtigste Ereignis in der letzten Zeit war eine Notsituation von 80 erwachsenen Patienten an der Kinderklinik Erlangen, die dort nicht mehr abgerechnet werden konnten. Und es kam der Hilferuf und es war klar, die Patienten können nicht in die internistische Klinik wechseln, weil es dort kein entsprechendes Angebot gibt. Und sie können auch nicht in andere Städte ausweichen, weil diese Ambulanzen gesagt haben, wir können nicht 80 Patienten aufnehmen. Wir haben deswegen eine Demonstration veranstaltet, zusammen mit der Regionalgruppe Nürnberg-Erlangen. Vielen Dank für die tolle Zusammenarbeit. Es kamen 70 Personen. Es waren unter den Demonstrationsteilnehmern auch 80-jährige Eltern von erkrankten Patienten, die in der Kälte für die medizinische Versorgung ihrer Kinder demonstriert haben. Und das hat sowohl die Medien als auch die Politik doch etwas aufgeschreckt. In der Bild-Zeitung stand, Klinik setzt schwerkranke Patienten vor die Tür. Und wir haben uns dann in den Gesprächen mit der Politik dazu entschieden, eine Petition an den Deutschen Bundestag zu richten. Das haben Sie alle mitbekommen und Sie haben alle toll mitgeholfen. Ich war mit Frau Demski am 15. Februar in Berlin und habe 96.000 Unterschriften übergeben können. Das ist ein Riesenerfolg und ich möchte mich bei allen bedanken, die da so toll mitgewirkt haben, dass wir diesen gemeinsamen Erfolg stemmen konnten. Diese Unterstützungszahl hat dann auch im Petitionsausschuss Eindruck hinterlassen. Die haben innerhalb von 4 Wochen einen Anhörungstermin anberaumt und wir konnten dann vor 17 Bundestagsabgeordneten und der Staatssekretärin im Bundesgesundheitsministerium unser Problem erläutern. Wir, das heißt Professor Ballmann, mein Stellvertreter, die Birgit Demski als Gesundheitsreferentin und ich haben dort eine Stunde mit den Politikern diskutiert und das Ergebnis ist eigentlich, dass wir die Gesundheitspolitik zu einem Schwerpunkt unserer Vorstandsarbeit machen werden in der nächsten Legislaturperiode. Wir haben ja auch bisher schon Gesundheitspolitik gemacht, nur zur Erinnerung, wir haben das Neugeborenen-Screening im gemeinsamen Bundesausschuss durchgesetzt. Wir haben dieses Jahr die ambulante Ernährungsberatung bei CF mit ermöglicht, da wurde ein Beschluss gefasst. Jetzt gibt es 3 neue Abrechnungsmöglichkeiten für ambulante Versorgung bei Mukoviszidose. Und da sollten Sie sich vielleicht ein Kürzel einprägen, was in der Zukunft immer mehr zur Sprache kommen wird. Das ist die ambulante spezialfachärztliche Versorgung, ASV. Da gibt es einen Paragraph 116b im Sozialgesetzbuch 5. Und es gibt noch 2 andere Wege über die Hochschulambulanzzuschläge und die Zentren für seltene Erkrankungen. Und das wesentliche Ergebnis der Petition ist eben, dass die Bundesregierung sagt, wir haben unseren Job getan, wir haben 3 neue Abrechnungsmöglichkeiten eingeführt. Jetzt muss beobachtet werden, ob das dazu führt, dass die Mukoviszidose-Behandlung in den Ambulanzen auskömmlich vergütet werden kann. Und unsere Rolle sehen wir darin, dass wir sagen, wir unterstützen diese Beobachtung, wir werden ganz aufmerksam abfragen und mit den Ambulanzen im Gespräch sein, um festzustellen, ob diese 3 Möglichkeiten tatsächlich ausreichen, um die ambulante Versorgung sicherzustellen oder nicht. Und wenn nicht, dann müssen wir uns natürlich wieder politisch rühren. Ganz kurz zur finanziellen Situation des Vereins. Wir hatten ja vor einigen Jahren schwere Zeiten. Wir sind aber stolz darauf, dass wir kein Projekt aus finanziellen Gründen stoppen mussten. Wir haben sozusagen durchgehalten und es wurde belohnt. Wir haben eine Erbschaft bekommen im letzten Jahr über 2 Millionen Euro. Das hat bewirkt, dass unser Eigenkapital einen wieder normalen und guten Stand erreicht hat. Und wir haben uns aber auch angestrengt. Wir haben solide Budget- und Mittelfristplanung gemacht. Wir haben strategische Überlegungen angestellt und an allen Stellen sparsames Wirtschaften beachtet.
Und dadurch ist unsere finanzielle Situation so, dass wir wieder Spielräume haben und zusätzliche Projekte beschließen können. Dazu gibt es dann in der Mitgliederversammlung auch noch nähere Informationen. Wir haben Ihnen letztes Jahr aufgrund der Erbschaft in Aussicht gestellt, dass wir zusätzliche Projekte angehen wollen, nämlich einmal zum Patientenregister, der bessere Zugang zu den Daten für Patienten. Da gibt es jetzt einen Berichtsband speziell für Patienten, den Sie im Internet abrufen können. Zur Inklusion, die Verbesserung der Teilhabe von Patienten durch virtuelle Teilnahme an Tagungen und Seminaren, das tun wir gerade, das ist aber auch nicht nur hier, sondern auch bei anderen Veranstaltungen, auch bei Vorstandssitzungen können wir Personen zuschalten, die nicht kommen können. Der Relaunch des Internetauftritts ist in Arbeit, eine Vorversion können Sie am Stand Projekt 60 und AG Selbsthilfe schon anschauen. Und wir werden auch eine Patientenzufriedenheitsumfrage wieder durchführen, die wir schon mal gemacht haben, um dann auch Vergleiche anstellen zu können und die Patientenbeiräte in die Lage zu versetzen, die Probleme in den Ambulanzen anzusprechen und mit den Ambulanzärzten gemeinsam die Situation zu verbessern. Der Berichtsband für Patienten soll die Daten aus dem Patientenregister, die wir für einen sehr großen Schatz halten, also für eine sehr wertvolle Datensammlung, da soll der Zugang für die Betroffenen erleichtert werden, dass es leicht verständlich dargestellt wird und dass es damit ermöglicht wird, dass sich auch Patienten und Eltern und Betroffene mit diesen Daten auseinandersetzen und das auch auf die eigene Situation wirkt. Das gibt einen Überblick über die Versorgungssituation, soll aber auch wissenschaftliche Fragen dann letztlich durch das Register helfen zu beantworten. Und wir wollen das auch in den sozialen Netzwerken dann verwenden. Zum Beispiel sehen Sie hier in der Grafik orange dargestellt den Anteil der erwachsenen Patienten, wie er gewachsen ist von 1995 bis heute. Der Internetauftritt ist in Arbeit und kann eben auch eingesehen werden. Da hoffen wir oder gehen wir davon aus, dass im Herbst der Rollout dann stattfinden wird. Wir haben ein Projekt gestartet für Einzelklimamaßnahmen in Gran Canaria und auf Amrum für Patienten, die an den Gruppenmaßnahmen auf Gran Canaria nicht teilnehmen können, zum Beispiel weil sie Keime haben, die das ausschließen oder andere medizinische Probleme oder auch persönliche Situationen. Und hier können wir aus Spendenmitteln für Personen, die sich ansonsten so einen Aufenthalt nicht leisten können, Unterstützung leisten, dass jemand mal 3 Wochen nach Gran Canaria oder nach Amrum in ein gesundes Klima reisen kann. Und dafür haben wir einen Fonds eingerichtet, den Fonds Sturmvogel, der aus dem Mukulauf auf Amrum bedient wird, aber auch aus Geldern, die der Bundesvorstand zur Verfügung stellt. Die Hygiene ist uns wichtig. Wir wollen das Risiko der Kreuzinfektion, das zwar gering ist, aber nie null sein kann, möglichst weit reduzieren. Dazu gibt es Verhaltensregeln. Wir bitten alle Anwesenden, nicht Hände zu schütteln, auch die gesunden Teilnehmer. Beim Husten in die Armbeuge oder in ein Taschentuch, nicht in die Hand. Häufig Hände waschen und desinfizieren. Desinfektionsspender sind bereitgestellt. Wir planen aber eine wichtige Änderung. Wir haben mit Ärzten beraten und auch mit Wissenschaftlern, die sich mit Hygiene beschäftigen, und sind zu dem Schluss gekommen, dass der Ausschluss von Patienten mit Pseudomonas, die resistent sind nach 3-4 MRGN-Klassifikation, dass dieser Ausschluss nicht mehr gerechtfertigt ist, weil diese Keime keinen pathologischen Wert haben. Also jemand, der eine solche Resistenz erwirbt, wird deswegen nicht kränker. Die Medikamente, die bei Mukoviszidose genommen werden, sind dort überhaupt nicht für die Klassifizierung maßgeblich. Da wird Topramezin und Cholestin und so weiter gar nicht berücksichtigt. Und es gibt noch einige andere Gründe, die dazu führen, dass wir sagen, wir brauchen hygienische Maßnahmen, aber wir müssen diese Patienten mit 3-4 MRGN-Pseudomonaden nicht mehr ausschließen. Das gilt dann ab Sommer, also ab Juli.